Hallo, herzlich willkommen zum dritten Part zu meinem Let's Play zu Echos des Kummers. In dem letzten Teil haben wir es geschafft, dass unsere kleine Spieluhr hier wieder gespielt hat und wir haben einen weiteren Teil des Fotos freigeschaltet. Wir haben ja in der letzten Folge auch ein Seil bekommen, mit dem wir jetzt draußen die Schaukel aufbauen können. Dafür nehmen wir das Seil und den Reifen. Und der nächste Geist ist da. Du bist dir sicher, dass dir dieses Mädchen nahe stand? Ja, vielleicht war ich selber, vielleicht war es meine Schwester. Ein weiteres Teil von dem Foto. So, wenn wir richtig mitgezählt haben, fehlt uns noch ein Teil und das Foto wäre komplett. Wir gehen nochmal eben ins Wohnzimmer. Hier versperrt uns ja der böse Schatten immer noch den Weg. Vielleicht kommen wir aber jetzt momentan im Keller weiter. Der Werkzeugschrank leuchtet wieder und das nächste Wimmelbild ist auch da. Eine Karte, keine Postkarte, eine richtige Karte, ein Pinsel, Münze, Münze ist hier vorne, Büste, da ist die Büste, eine 24, die ist so bestimmt auf dem Kalender. Die wird aber nicht gemeint. Sowas finde ich dann immer schade, wenn Sachen doppelt auftauchen. Eine Lavalampe, die hatten wir gerade schon mal gesehen. Siegelwachs. Wie wird denn Siegelwachs? Das ist doch dann einfach eine kleine Kerze. Oder meinen die hier den Siegelwachs im Siegel sozusagen? Ein Pinsel, Vorhängeschloss. Das sind hier. Zahnpasta. Wenn ich so ein bisschen eine kratzige Stimme habe, tut mir leid. Gestern war es ein bisschen kühl draußen. Familienfoto hier oben. Schraubendreher. Das Unendlichkeitszeichen haben wir hier. Das ist auch so eine Sache, die viele Leute falsch machen. Es heißt nicht Schraubenzieher. Das höre ich immer wieder. Das richtige Wort ist, wie es hier steht, der Schraubendreher. Mit so unnützem Halbwissen könnt ihr ja mal angeben, wenn euch jemand fragt, ob ihr einen Schraubenzieher hättet. So Sachen, die oben am Rand sind, die sehe ich immer ganz schlecht. Das war natürlich jetzt die Zahnpasta und jetzt noch ein Pinsel. Der Pinsel liegt hier oben auf dem Bild und den Knopf haben wir hier vorne. Den Knopf werden wir bestimmt brauchen. Du hast einen Knopf gefunden für die kleine Puppe. Jetzt müssen wir nur noch das Kleid finden. Hier ist das Benzin, das dürfen wir immer noch nicht verschlucken. Aber sonst leuchtet hier ja auch nichts. Wir können der Puppe ja schon mal ihr zweites Auge wiedergeben. Ach, das geht nicht, solange wir das Kleid nicht haben. Okay. Ich frage mich aber auch, wer seine Tür zum Keller übertapeziert. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja immer noch in dem Traum oder in dem Trauma von dem kleinen Mädchen. Beziehungsweise von der jungen Frau. Das Z. Eine Haarschleife, das sind Haarspangen. Würfel, ein normaler Würfel wohl. Keine Buchstabenwürfel. Hier ist das Kleid. Das werden wir bestimmt als letzten Schritt bekommen. Zweimal eine Blume, einmal eine Blume. Die Sonne. Zuckerstange, da hatten wir ja gerade ja schon gedacht, dass das der Gehstock sein könnte. Hier vorne ist noch eine Blume. Hier ist ein kleiner Würfel. Die Schlange, die liegt hier unten. Zwei Äpfel, einen roten, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee. Wie geht's weiter? Wer es weiß, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Den grünen Apfel hatten wir jetzt auch. Und die Haarschleife. Ist die das? Ja. Ein kleines Auto. So ein richtiges Oldtimer-Spielzeug aus Holz. Eine Dame. Ich sehe hier viele kleine Damen.
Wachsmalstift und der Mond. Ah, die Karte, Dame. So, der Mond. Der ist doch bestimmt wieder irgendwo aufgemalt, deshalb sehe ich ihn nicht. Wir müssen uns noch einen Moment gedulden, dann ist unser Herz wieder voll. Wo ist der Mond? Hinweis. Ach, hier unten ist ein kleiner Mond. Der war genau in der Speiche von dem Rad. Das hätte ich wirklich nicht gut sehen können. Wachsmalstift, natürlich in dieser Stiftebox. Rosa Kleid. Das hat der Nussknacker an. Das hatte ich ja schon ganz am Anfang gefunden. Du hast ein Kleid gefunden. So, wir können in den Keller. Ich gucke nur mal eben, nicht, dass ich zu lange mache. Jetzt können wir die Puppe zu Ende anziehen. Ein Kleid und ein Auge. Mit der Puppe haben die Mädchen doch bestimmt immer gerne gespielt. Sie sieht traurig aus. Sie hat aber trotzdem einen Teil von dem Puzzle dagelassen. Beziehungsweise von dem Foto. Davon haben wir jetzt auch alle Teile, also zurück ins Schlafzimmer und ins Bild gesetzt. So, wie bei jedem Rätsel, erstmal die Ecken versuchen vollzukriegen. Dann ist der Rest nicht mehr so schwer. Ein Teil aus der Mitte, das wollte ich nicht. Tada! Das bin doch bestimmt ich als kleines Kind. Deine Erinnerungen kehren zurück, als du an deine glückliche Kindheit denkst. Du erinnerst dich daran, an einem wunderschönen Frühlingstag mit deiner Zwillingsschwester zu spielen. Ihr wart untrennbar. Ich dachte es mir doch. Doch dann schlug das Schicksal zu. Und das Unfassbare geschah. Du musstest hilflos zusehen, wie deine Schwester starb. Als der Schrecken des Flashbacks nachlässt, gewinnst du langsam die Kontrolle über deine Emotionen zurück und erinnerst dich daran, dass du dir den Tod deiner Schwester schon vor langer Zeit vergeben hast. Zumindest etwas. Gänsehaut habe ich aber trotzdem. Du bewahrst die Erinnerungen an die unschuldige Seele deiner Schwester fest in deinem Herzen. Und ich habe den ersten Edelstein bekommen. Jetzt geht es zurück hierhin und wir können den ersten Edelstein einsetzen. Edelstein, tut mir leid. Du hast eine spirituelle Verbindung zum Gefängnis. Ja, ach, das ist weiß, okay. So, wir haben das Haus abgeschlossen. Weiter geht's jetzt in der Hochschule. Wir können mal eben den Anfang noch reingucken. Wir sind gut knapp bei 9 Minuten. Wieder der nächste Flashback. Und wo wieder die nächste Person, die gestorben ist. Die Statue auf dem Hauptplatz ist an den Flammen festgekettet. Schließe alle Kapitel ab, um sie zu befreien. Ich denke, dass wir jetzt ein Viertel von dem Spiel schon beendet haben. So viele Teile wird es dann wohl nicht geben. Hier ist ein Spind. Du kannst sie nicht ohne den richtigen Schlüssel öffnen. Okay, hier ist ein Feuer, das werden wir wohl löschen müssen. Hier oben ist Feueralarm, dafür werden wir die Scheibe einschlagen, damit bestimmt das Feuer ausgehen. Hier ist noch ein Hängeschrank. Da ist ein Hammer drin. Und mit dem Hammer können wir doch bestimmt hier das Ding hier kaputt machen. Und jetzt den Alarm auslösen und hoffentlich kommt jetzt Wasser. Ach, wie schön. Ich liebe, wenn etwas funktioniert. Oder so ähnlich. Unter der Kachel ist ein Versteck.
Ein Autoschlüssel. Damit können wir doch bestimmt irgendwo ein Auto öffnen. Oder dieses. Ach, der Autoschlüssel wird hier bestimmt nicht passen. Nee. Hatte ich mir schon gedacht. Gehen wir erstmal hoch ins Klassenzimmer. Hier liegt eine Rose. Die wird bestimmt noch von Bedeutung sein. Der Schreibtisch. Hier ist eine Tafel. Auf der Tafel stand einst etwas Wichtiges geschrieben. Und was werden wir wohl dann demnächst mal herausfinden? Hier ist ein Diaprojektor. Der Raum ist zu hell für den Diaprojektor. Wir müssen dann wohl erst das Licht löschen. Solche Sachen machen wir aber dann erst im vierten Teil zu meinem Let's Play zu Echos des Kummers. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Teilt das Video, damit auch andere Leute meine Videos mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Man sieht sich.